Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Rücksichtslose Pflegeeltern Niklas Dittberner kämpft um die kleine Mila. Wir würden ganz gerne, dass Sie die Familie auch mal überprüfen, im Zweifel vor allem auch das Kind da rausnehmen. Wenn Sie den Umgang meiner Mandantin mit Ihrer Tochter einschränken wollen, dann sehen wir uns auch da vor Gericht. Als vor 3 Monaten die Mutter von Jenny Walter unerwartet an einem Herzinfarkt stirbt, ändert sich das Leben der 30-Jährigen vollkommen. Die Trauer und der Stress werfen die Alleinerziehende völlig aus der Bahn und sie hat einen Nervenzusammenbruch. Seitdem ist Jenny zur Behandlung in der psychosomatischen Klinik in Berlin-Schönefeld. Ihre 7-jährige Tochter Mila hat sie schweren Herzens in die Obhut des Jugendamtes gegeben, das Mila bei Pflegeeltern untergebracht hat. Heute kommen Tanja und Jörg Herold mit der Kleinen zu Besuch, denn es ist Milas 7. Geburtstag. Schatz, wie geht's dir? Alles Gute zum Geburtstag. Na, Jenny. Hallo. Hi, Jenny. Danke, dass ihr sie vorbeigebracht habt. Aber dafür doch nicht. Oh doch. Nein, ist doch selbstverständlich, genau. Dass ihre Mama sehen will, wa? Hast es ja schön gemacht. Ja. Pass auf, wir lassen dich mal einen Moment alleine mit ihr, wa? Danke. Genau. Wir warten vorne, ne? Bis gleich. Bis gleich. Schau mal, mein Schatz, das habe ich extra alles für dich vorbereitet. Lass mal die Kerzen aus und wünsch dir was Schönes. Hast du dir was gewünscht? Guck mal hier, willst du das Geschenk hier mal als erstes auspacken? Später, Mama. Was ist denn los mit dir? Willst du nicht mal gucken, was da drin ist? Ich hab dir doch was ganz Tolles gekauft, genau das, was du dir gewünscht hast. Erzähl mal, geht's dir nicht so gut? Mm-mm. Was ist denn los? Ist irgendwas vorgefallen? Hast du vielleicht Streit mit Tanja oder Jörg? Oder mit den anderen Pflegekindern? Tanja und Jörg haben mir verboten, darüber zu reden. Was? Aber du weißt doch, dass du mit mir über alles reden kannst, mein Schatz. Erzähl mal, was ist los bei euch? Ich möchte nur, dass du wieder nach Hause kommst. Ich komme bald nach Hause, mein Schatz. Das dauert nicht mehr lang. Mir geht's auch schon viel, viel besser. Warum verbieten die Herolds, meiner Kleinen mit mir zu reden? Milas Verhalten macht mir langsam richtig Angst. Ich muss das sofort ansprechen. Bisher dachte Jenny, dass ihre Tochter bei den Herolds in guten Händen ist. Doch Milas Äußerungen verunsichern sie und sie will mit den Pflegeeltern reden. Davon soll Mila allerdings nichts mitbekommen. Mila, hast du Durst? Ja. Ja? Möchtest du dir was vom Automaten holen? Ja. Weißt du noch, wo der stand? Ja. Schau mal, hier hast du ein bisschen Geld und dann kommst du gleich sofort aber wieder, ja? Ja. Sag mal, warum erzählt ihr Mila, dass sie mit mir nicht reden darf über irgendetwas? Da hat sie irgendwas falsch verstanden. Ja, ich wüsste auch nicht. Über was sollte sie denn nicht reden? Ja, sie sagt es mir nicht und das macht mir echt Sorgen. Da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Nein, gar nichts. Deshalb, also zu Hause bei uns ist Mila immer gut drauf. Und mit den beiden anderen Pflegekindern versteht sie sich doch auch super. Also, du, mach dir keine Gedanken. Wir hätten dich sofort angerufen, wenn irgendwas wäre. Ja, aber trotzdem, so traurig wie heute habe ich Mila wirklich selten erlebt. Da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Mensch, jetzt hör doch aber mal auf, Jenny, ganz ehrlich. Seit 8 Jahren betreuen wir jetzt schon Kinder und noch nie hat sich irgendeiner beschwert bei uns. Also wenn du dich beschweren willst, dann kannst du das gerne machen. Aber stell uns hier jetzt hier bitte nicht als schlechte Hallo, mein Schatz, hast du den Automaten gefunden? Ja. Super. Mila, lecker. Bitte von deiner Mama. Wir müssen die beiden anderen noch vom Sport abholen, okay? Tschüss, mein Schatz. Wir sehen uns bald wieder, ja? Jenny hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tochter. Sie weiß, dass Mila sie niemals belügen würde und macht sich große Sorgen. Für wichtige Termine darf sie die Klinik verlassen. Und so stattet sie am nächsten Morgen der Jugendhilfe Kroko Raffe einen Besuch ab. Sie will sich bei Geschäftsführerin Astrid Ley beschweren, die Mila bei den Herolds untergebracht hat. Irgendwas stimmt mit dieser Familie nicht. Ich möchte, dass Sie die bitte einmal kontrollieren, die Familie, weil irgendwas stimmt da nicht. Ach, Mila Walter. Soll da weg. Mila muss da raus. Frau Walter, ich habe eben auch mit der Frau Herold telefoniert. Und sie hat mich über die ganze Problematik aufgeklärt. Und sie war total entsetzt darüber, dass sie ihr zutrauen, dass sie Mila nicht richtig behandeln würde. Also, die hat sogar geweint am Telefon. Ja, es tut mir leid, wenn ich sie jetzt verletzt habe, aber darauf kann ich wirklich keine Rücksicht nehmen. Mila geht es nicht gut und ich möchte jetzt wissen, warum und dass sie schnellstmöglich da wegkommt. Wir nehmen solche Vorwürfe sehr ernst, aber ich kann eine lang bewährte Pflegefamilie wie die Herolds nicht in Frage stellen, nur weil Mila mal einen schlechten Tag hat. Das kann tausenderlei Gründe haben. Oder hat Mila konkret gesagt, dass es ihr nicht gut geht? Naja, nicht direkt, aber sie hat angedeutet, dass die Herolds ihr verboten hätten, mit mir zu sprechen. Ach, Frau Walter. Und dass sie sagt, ich soll bitte sofort nach Hause kommen. Ja, das ist ja mal klar. Natürlich möchte Mila das. Jedes Kind will bei seiner Mama sein. Aber deswegen muss es ihr doch bei den Herolds nicht schlecht gehen.
Ich fühle, dass da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich meine, vielleicht muss sich Mila ja auch erstmal daran gewöhnen, dass sie jetzt Pflegegeschwister hat und nicht mehr im Mittelpunkt steht. Nein, ich kenne meine Tochter und das stimmt irgendwas nicht. Und ich möchte jetzt, dass sie sofort da rausgeholt wird. Frau Walter, wir haben im Moment keinen anderen Platz. Wo soll ich denn Mila sonst unterbringen? Mila ist bei den Harolds gut aufgehoben. Es ist eine bewährte Pflegefamilie. Sie reagieren total über. Sie sind hysterisch. Aber so wie Sie sich jetzt darstellen, bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass wir Ihnen Mila so schnell noch mal wiedergeben. Mila ist mein Kind und ich entscheide, was mit ihr passiert. Nur bedingt, Frau Walter. Nur bedingt. Und ich denke mal, wir haben jetzt alles gesagt und jetzt beenden wir das hier. Tschüss. Auf Wiedersehen, Frau Walter. Die können mir doch nicht verbieten, Mila zu sehen. Ich nehme jetzt einen Anwalt. Damit sie ihre Tochter so schnell wie möglich aus der Pflegefamilie holen kann, hat sich Jenny hilfesuchend an Rechtsanwalt Niklas Dittberner gewandt. Der Jurist sucht sie gleich am nächsten Morgen in der Klinik auf, um sich mit ihr zu besprechen. Überrascht stellt er fest, dass seine Mandantin einen Entschluss gefasst hat. Sie haben doch gesagt, die Therapie soll 2 Monate dauern. Ja, ich weiß, aber solange ich nicht weiß, was mit Mila ist, muss ich jetzt hier erstmal weg und mich um mein Kind kümmern. Also mein Kind geht definitiv vor. Das halte ich. Also ich meine, ich bin jetzt kein Arzt, aber das halte ich nicht für eine gute Idee. Sie müssen erstmal gesund werden. Sie können ja einfach jetzt nicht einfach losstürmen und sich um Ihre Tochter kümmern. Sie müssen erstmal stabil sein. Ja, aber was soll ich denn machen? Die haben mir gedroht, Mila wegzunehmen. Ich darf nicht mehr entscheiden, wo sie leben darf. Frau Walter, ich weiß, das hatten Sie mir ja schon am Telefon gegenüber erwähnt, aber ich kann Sie beruhigen. Sie sind die allein Sorgeberechtigte. Das Jugendamt kann Ihnen den Umgang mit Ihrer eigenen Tochter nicht versagen. Sie können sogar so weit gehen und Ihre Zustimmung, dass das Mädchen da in der Pflegefamilie untergebracht wird, jederzeit zurückziehen. Das heißt ja, Frau Lehr hat mich angelogen. Nein, das heißt nicht, dass sie angelogen hat. Ich meine, rein theoretisch kann das Jugendamt schon beantragen, dass das Sorgerecht auf das Jugendamt teilweise ganz übergeht per Gerichtsbeschluss. Aber das geht nur dann, wenn eine wirkliche Kindeswohlgefährdung vorliegt. Das ist ja hier noch nicht der Fall. Jedenfalls dann nicht, wenn Sie weiterhin auf sich Acht geben und diese Therapie fortsetzen. Also, wie ist es denn überhaupt zu diesem Burnout gekommen? Haben Sie da eine Erklärung für? Ja, meine Mutter ist gestorben. Und sie hat mich halt ziemlich viel unterstützt mit Mila, vor allem, wenn ich arbeiten war. Ja, und dann dieser Herzinfarkt, das hat mich total runtergezogen. Und ich war dann auf einmal auch total überfordert. Und dann habe ich Herzrasen gekriegt und bin einfach umgefallen. Ja? Hallo. So, Frau Walter, ich habe die Unterlagen zusammengestellt für den Abbruch der Therapie auf eigenen Wunsch. Ich bräuchte schon bitte noch eine Unterschrift hier. Überlegen Sie sich das genau, Frau Walter. Sie sollten vielleicht das... Na. Passen Sie auf sich auf. Ich empfehle Ihnen, dass Sie die Therapie auf ambulanten Wege weiterführen. Das ist nett, aber ich muss mich jetzt erstmal um mein Kind kümmern. Frau Walter, ich würde das sehr ernst nehmen, was der Arzt hier gerade gesagt hat. Sie sollten auf jeden Fall diese Therapie ambulant weiterführen. Sie brauchen diese Kraft, Sie müssen erstmal gesund werden. Das ist auch ein wichtiges Signal für das Jugendamt. Ja, aber es geht doch hier auch um meine Tochter. Frau Walter, ist auf Ihre eigene Gefahr. Passen Sie auf sich auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, meine Mandantin fürchtet natürlich, dass es Ihrer Tochter in der Pflegefamilie nicht gut geht. Ich kann sie da sehr gut verstehen. Ich meine, jedes Elternherz würde da Alarm schlagen. Wir müssen einfach rausfinden, was da in dieser Pflegefamilie vor sich geht. Noch am selben Tag stattet die Mitarbeiterin des Jugendamtes Jenny einen Besuch ab, um mit ihr über Milas Pflegesituation zu sprechen und sich ein Bild von Jennys Zustand zu machen. Dabei steht Rechtsanwalt Niklas Dittberner seiner Mandantin zur Seite und versucht zu vermitteln. Doch Frau Schulz ist mehr als voreingenommen. Ich habe mit Frau Ley telefoniert, und also von der Jugendhilfe, GroKoRaffel. Und die war überhaupt nicht erfreut über ihren Zustand. Die hat sich eher Sorgen gemacht. Sie hat mir sogar gesagt, also sie hat den Eindruck gehabt, dass sie psychisch einfach labil sind im Moment noch. Ja, und sie hat mir auch geraten, den Kontakt zwischen ihnen beiden einzuschränken, zwischen ihrer Tochter und mir. Wie bitte? Also, Frau Schulz, nur bevor dich jetzt da ein falscher Eindruck festsetzt, also was Frau Ley so als Privatperson meint, gleich, hören Sie mir noch zu? Ja, ja, sicher. Ich höre Ihnen zu, aber ich darf mich doch wohl umgucken. Ja, natürlich, klar. Frau Ley ist nicht im Ansatz in der Lage, sachverständig beurteilen zu können, wie es um meine Mandantin psychologisch bestellt ist. Aber es ist interessant, was Frau Ley so meint, ja. Ehrlich gesagt, finde ich es auch nicht gut, dass Sie Ihre Therapie frühzeitig abgebrochen haben. Wie gesagt, und ich habe sie nicht abgebrochen. Ich werde sie ambulant fortsetzen. Und die Ärzte haben einen Fortschritt bestätigt. Mir geht's wieder gut. Ich kann auf Mila aufpassen und für sie sorgen, glauben Sie mir. Ja, aber ich glaube, dass Sie bei der Pflegefamilie jetzt einfach besser aufgehoben sind. Nee. Sie wirken auf mich auch psychisch angeschlagen. Nein. Lassen Sie mich doch kurz ausreden, zumindest so lange, bis Sie wieder gesund sind, bis Sie wieder fit sind. Wir hatten ja selber auch ein Interesse an diesem Treffen. Und von unserer Seite vor allem deswegen, weil wir Ihnen noch mal zur Kenntnis geben wollten, dass
uns Mila mitgeteilt hat, dass sie sich in dieser Pflegefamilie alles andere als wohl fühlt. Und tatsächlich haben wir wirklich begründeten Anlass zu der Annahme, dass diese Pflegefamilie schlicht und ergreifend nicht geeignet ist. Und die Frau Day, der wir das auch erzählt haben, die das vollkommen ignoriert und zuhören, hätte sie wirklich können. Sie hat mir versichert, dass es bei der Pflegefamilie nichts zu beanstanden gibt. Das glaube ich einfach nicht. Glauben Sie uns doch. Da müssen Sie was tun. Frau Schütz, das reicht uns aber nicht, was Frau Day meint. Das reicht uns schon wieder nicht. Das ist uns egal. Wir würden ganz gerne, dass Sie die Familie auch mal überprüfen, im Zweifel vor allem auch das Kind da rausnehmen. Das wollen wir eigentlich auch wirklich erreichen. Und wenn Sie es nicht machen, dann machen wir es. Uns geht's wirklich um das Kindeswohl. Und wenn wir der Meinung sind, dass es dem Kind bei der Mutter nicht gut geht im Moment, es geht dann werden, lassen Sie mich kurz ausreden, werden wir zum Teil das Sorgerecht beantragen. Nee, das werde ich nicht zulassen, auf gar keinen Fall. Das ist mir egal. So, jetzt mal ganz kurz. Es ist nach wie vor das Kind meiner Mandantin. Sie hat aus freien Stücken entschieden, das Kind wegzugeben. Und jetzt wollen Sie das Sorgerecht beantragen? Diese Pflegefamilie ist ungeeignet. Wir werden im Zweifel die Zustimmung zur Unterbringung entziehen und wir werden auch die Herausgabe beantragen. Wenn Sie versuchen sollten, den Umgang meiner Mandantin mit Ihrem eigenen Kind einzuschränken, dann werden wir es auch da vor Gericht sehen. Verstehen Sie? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte hier den Umgang nicht komplett unterbrechen. Ja? Es ist auch nur eine Empfehlung von Frau Lee gewesen. Und alle weiteren Schritte... Kompetent. Alle weiteren Schritte muss ich erstmal überprüfen. Ja, tun Sie. Ja? Also es tut mir leid. Ja, weil... Ich möchte jetzt gehen, ich verabschiede mich. Ja? Ja, tschüss. Also ohne zu wissen, was Frau Schulz jetzt wirklich machen wird, denke ich mal, das war schon ein Teilerfolg und es wird natürlich keine Einschränkung des Umgangsrechts meiner Mandantin mit ihrer Tochter geben und ich bin mir eigentlich sicher, sie sieht Mila bald wieder. Dank des Einsatzes des Anwaltes darf Mila ihre Mutter bereits 2 Tage später zu Hause besuchen. Jenny ist überglücklich und hat Sophia, die Freundin ihrer Tochter und deren Mutter Alice Schweizer eingeladen, um Mila eine Freude zu machen und gemeinsam ihren Geburtstag nachzufeiern. Ich habe ein Bett für Sie gemacht. Oh, das ist ja richtig toll gemacht. Klasse. Ja, also Mila müsste eigentlich jetzt gleich jeden Moment kommen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt schon wieder soll. Ruf doch einfach mal an und frag, wo sie bleibt. Das mache ich jetzt auch mal. Ganz toll, hast du das gemacht. Mila wird sich freuen. Mhm. So. Na, wollen wir noch ein paar Luftballons aufblasen? Ja? Da geht keiner ran. Das machen die mit Absicht. Ich muss jetzt mal eben Herrn Dittberner anrufen. Mach das. Ich habe die Stunden gezählt, bis ich Mila endlich in den Arm halten kann. Und jetzt bringen die nicht mal mehr. Ich habe Angst, dass da irgendwas mit der Familie nicht stimmt. Nachdem Jenny Rechtsanwalt Niklas Dittberner alarmiert hat, fahren die beiden gemeinsam zum Haus der Pflegefamilie Herold. Milas Besuchstermin war fest ausgemacht und ihre Mutter hat große Angst, dass sie in Gefahr ist. Als Tanja Herold die Tür öffnet, nimmt der Jurist kein Blatt vor den Mund. Sie wissen, warum wir hier sind? Es tut mir wirklich sehr leid, aber Mila hatte solche Bauchschmerzen. Und da hielt ich es wirklich für besser, sie einfach daheim zu lassen. Und warum haben Sie mich nicht angerufen? Frau Walter. Und daheim, Entschuldigung, daheim bei mir ist zu Hause, ne? Und nicht bei Ihnen. Frau Walter, das ist doch totaler Blödsinn. Ich habe bei Frau Lee von Krokoraffer angerufen und die meinte, sie wird sich schon informieren. Ich kann auch so ein krankes Kind nicht ins Auto setzen. Das wäre ja nun wirklich unverantwortlich. Hallo, sind Sie Herr Herold, ja. Nee, uns hat keiner Bescheid gesagt. Mila schläft. Also, wenn ich gerade richtig mitgekriegt habe, hat Tanja Ihnen schon gesagt, dass es Mila nicht gut geht. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Sie uns wie Verbrecher hinstellen. Wir wollen Ihrer Tochter nur ein schönes Zuhause bieten, bis sich bei Ihnen, Frau Walter, die Wogen geglättet haben. Und das ist der Dank? Also, Frau Herold, jetzt passen Sie mal auf. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie Sie sich jetzt persönlich fühlen, okay? Wir hatten heute einen Umgangstermin, den Sie nicht wahrgenommen haben. Sie sagen, jetzt geht dem Mädchen nicht gut. Und wenn Sie nichts zu vertuschen haben, dann lassen Sie uns bitte einfach rein und lassen Sie uns ganz kurz gucken, wie es ihr geht. So ganz simpel. Was soll denn diese Unterstellung hier, ja? Erstmal A, lassen wir uns jetzt hier nicht unter Druck setzen und B, nicht als schlechte Pflegeeltern darstellen. Und außer Mila haben wir noch 2 weitere Pflegekinder, Leon und Celine. Und die sind hier absolut glücklich. Ja, der Vater hat sich auch noch nie beschwert. Die Besuchszeit ist beendet. Wenn Sie Mila sehen wollen, machen wir einen neuen Termin aus. Und damit sage ich tschüss. Ja, komm. Das ist doch nicht euer Ernst. Beruhigen Sie sich erstmal, Frau Walter. Mila geht's gut. Wirklich, sie schläft. Ja? Ich glaub's kaum. Also, die enthalten mir einfach mein Kind vor. War das nicht mal? Ich hab's dir doch gehört. Nein, Mäuschen, das war nicht deine Mama. Deine Mama musste den Besuch leider absagen für heute. Ihr geht's nicht gut, weißt du? Und wann geht's ihr wieder besser? Tja, das kann keiner so genau sagen. Aber geh mal ein bisschen spielen zu Celine und Leon. Bis später. Hey, Mama kommt das nächste Mal.
Ich habe öfter mal mit hysterischen Eltern zu tun. Ich muss einfach lügen, um die Kinder zu schützen. Nach diesem ernüchternden Besuch ist Jenny am Boden zerstört. Sie fürchtet, Mila nie wiederzusehen und weiß weder ein noch aus. Niklas Dittberner hingegen kennt die nächsten Schritte ganz genau. Allerdings hofft er auf eine friedliche Lösung. Was soll ich denn jetzt machen? Und was ist, wenn die beiden mich jetzt gar nicht mehr zu Mila lassen? Frau Walter, ich kann Sie komplett verstehen. Ja? Ich meine, natürlich könnten wir jetzt Zwangsmittel ergreifen, sozusagen den Herausgabeanspruch, einen Gerichtsvollzieher durchsetzen, die Polizei kontaktieren und so weiter und so fort. Bloß dann würden wir denen da den Krieg erklären. Das will ich eigentlich ganz gerne mal ein Stück weit vermeiden. Also ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Mila ist das Einzige, was ich noch habe. Na, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal den sogenannten kleinen Dienstweg. Das heißt, wir gehen zum Jugendamt und sagen denen, dass diese Familie, wenn man das so nennen will, wirklich mal eingehend überprüfen wollen. Ne? Und also ich meine, ich verstehe Ihre Bedenken und Ihre Sorgen da komplett. Wenn die nicht zu verbergen gehabt hätten, dann hätten die uns auf jeden Fall zu Mila gelassen. Das ist keine Frage. Diese Sache mit den Bauchschmerzen, das glaube ich denen sowieso nicht. Mila hat sich so auf diesen Tag gefreut und ehrlich gesagt, selbst Bauchschmerzen hätte sie niemals davon abgehalten, mich zu besuchen. Und Mittagsschlaf, das hat sie schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Das stimmt alles nicht. Das glaube ich hinten und vorne nicht. Also Frau Walter, ich würde vorschlagen, wir kämpfen jetzt auch mit härteren Bandagen. Und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Um die wären? Das heißt, Sie müssen sich vor allem wappnen gegen etwaige Angriffe gegen Ihre Person. Das heißt, Sie sollten sich mal einen Test besorgen von Ihrem Therapeuten. Dass Sie psychisch jedenfalls so stabil sind, dass Sie den Herausforderungen als alleinerziehende Mutter einfach gerecht werden können. Das ist ganz wichtig, weil die werden immer wieder kommen damit. Also ich kann der Dr. Schäfer anrufen. Das wird er sicherlich machen. Ja, machen wir das mal. Und ich werde in der Zwischenzeit mal Coco Raffe kontaktieren bzw. Frau Lehm mal fragen, ob dort wirklich mitgeteilt worden ist, dass Mila angeblich krank ist. Oder ob die uns hier wirklich ins Gesicht gelogen haben. Ja. Frau Walter, wir schaffen das. Sie brauchen einfach ein bisschen Durchhaltevermögen, okay? Dankeschön. Und die richtige Taktik. Ja. Niklas Dittberner setzt auf ein persönliches Gespräch mit Astrid Ley. Gleich nachdem er seine Mandantin zu Hause abgesetzt hat, fährt er zu einem Termin zur Jugendhilfe Kroko Raffe. Doch die Geschäftsführerin ist schwer beschäftigt. Die Gelegenheit für den Anwalt, sich ein wenig umzuhören. Also, die Frau Ley ist gerade im Gespräch, aber die ruft mich gleich zurück. Ja? Wenn Sie kurz warten könnten? Natürlich, gar keine Frage. Ach, die brauchen Sie sich gar nicht weiter angucken. Da sind so viele freie Mitarbeiter dabei und viele sind auch nicht mehr da. Also, die brauchen Sie sich nicht einprägen. Tatsächlich, ja. Herrscht doch eine relativ hohe Fluktuation hier, ne? Naja, wir mussten ein bisschen umstrukturieren, aber jetzt läuft's einfach wieder. Umstrukturieren? Ja. War das betriebsbedingt oder waren die nicht gut? Dazu kann ich einfach nichts sagen. Also ich sitze ja hier nur am Schreibtisch. Tut mir leid. Da sitzen Sie aber nicht ganz so unrecht. Sie haben diesen Wettbewerb überlebt, oder nicht? Und das, obwohl Sie hier wirklich in einer exponierten Stellung sitzen. Was machen Sie denn anders als die? Frage ich mich dann natürlich, ne? Ja, also ich bin hier schon ein bisschen Mädchen für alles. Also das kann man schon sagen, ja. Und was haben Sie, was die nicht haben? Warum mussten die gehen? Naja, also Frau Ley ist nicht einfach. Ja. Sie ist schon ein bisschen schwieriger. Also ich komme wirklich gut mit ihr klar, aber es gibt welche wie zum Beispiel Herrn Bauer, der hat sich mit ihr angelegt und das hätte er besser nicht tun sollen. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Ach, Telefon einen Moment. Na klar. Frau Ley? Verstehe. Ja, ja, ja. Okay, richtig aus. Mhm. Gerne, bis morgen. Tschüss. Ja, also Frau Ley hat mir jetzt gerade bestätigt, dass die Familie Herold Mila krank gemeldet hat. Mhm. Und sie wussten einfach nicht, dass sie Frau Walter Bescheid sagen sollen. Das alles? Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Am besten kommen Sie dann morgen wieder. Gut. Ja? Vielen Dank erstmal. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Also ehrlich gesagt, wächst auch mein Misstrauen gegenüber der Frau Ley. Wir waren heute verabredet, es war ein wichtiger Termin. Sie versetzt mich einfach und speist mich mit so einer mageren Erklärung ab. Ich finde es keine Art. Ich finde, dass erst einmal diese Mitarbeiter sprechen, den sie gekündigt hat, dem Herrn Bauer, ich sage, glaube ich. Und dann will ich mir mal seine Version der Dinge anhören, weil ich glaube, der hat mir so einiges zu erzählen. Noch am selben Tag kontaktiert der Jurist Hendrik Bauer, um mehr über die Jugendhilfe und vor allem deren Geschäftsführerin in Erfahrung zu bringen. Niklas Dittberner will wissen, mit wem er es zu tun hat. Und der ehemalige Mitarbeiter kann ihm am nächsten Morgen tatsächlich viel über Astrid Ley erzählen. Warum haben Sie eigentlich Coco Raffe verlassen? Ja, was heißt verlassen? Die Frau Ley hat mich gefeuert. Feuer. Ja, und das aus total fahrenscheinigen Gründen. Dankeschön. Vermutlich hat sie Angst gehabt, dass ich aufdecke, wie schlecht sie ihren Laden führt. Und dass sie sich mit ihrer Kroko Raffe in der Grauzone bewegt.
Das in einer Organisation, wo es doch eigentlich um das Wohl des Kindes gehen sollte. Was heißt denn jetzt in der Grauzone? Können Sie es ein bisschen weiter konkretisieren? Ja, als Frau Leh im Urlaub war, habe ich mich um einige Pflegefamilien gekümmert, für die Frau Leh auch zuständig ist. Ich glaube, die Familie Herold war auch mit dabei. Na, jedenfalls ist mir aufgefallen, dass viele der Familien überhaupt gar nicht in der Lage sind, sich um die Kinder zu, die Kinder zu betreuen. Und ja, und trotz alledem greift Frau Leh seit Jahren auf die Familien zurück. Was heißt denn nicht geeignet? Haben Sie da irgendwie Beispiele oder so? Ja, zum Beispiel Familie Heise. Die vier Kinder mussten in einem winzigen Zimmer schlafen. Die Eltern dermaßen Kettenraucher, dass einem wirklich alles vergeht. Und das wurde in keiner der Kontrollen von Frau Leh festgehalten. Familie bleibt treu zum Beispiel noch. Halten giftige Vogelspinnen, die Eltern den halben Tag am Zocken mit irgendwelchen Computerspielen. Und das ist meines Erachtens keine richtige Umgebung für ein Kind. Ja, Frau Leh sieht das anders. Das heißt, Frau Leh hat jetzt diese Kontrollen manipuliert oder irgendwelche Tatsachen unter den Tisch fallen lassen? Oder wie kommen die Kinder sonst in genau diese Familie? Ja, genau. Überall wurde kontrolliert und festgehalten, dass alles in bester Ordnung ist. Was ich persönlich für einen Witz halte, ehrlich gesagt. Ja, da war noch was mit der Familie Herold. Ja, richtig, genau. Und zwar, dass die zwei Kinder bei einem Ladendiebstahl erwischt worden sind, wie sie Lebensmittel geklaut hätten. Ja? Und die Kinder haben ausgesagt, ja, dass sie voll den großen Hunger hätten. Was die Herolds dann gleich wieder abgetan haben, weil die Kinder eine kriminelle Herkunft hätten. Ja, und deshalb notorische Lügner sind. Haben Sie denn Frau Leh auf diese Ungereimtheiten hin angesprochen? Ja, sicherlich. Als die Frau Leh aus dem Urlaub kam, habe ich sie direkt darauf angesprochen. Sie hat das alles nur runtergespielt. Und ja, als ich dann die Familien dann kontrollieren wollte, hatte ich komischerweise zwei Tage später gleich meine betriebsbedingte Kündigung auf dem Schreibtisch. Ja? Ist doch klar, warum ich gehen sollte. Die wollte einfach nicht, dass ich da weiter rumschnüffel. Sagen Sie mal, diese beiden Kinder, von denen Sie erzählt haben, ja, die mit dem Diebstahl, sind die jetzt noch in der Familie? Ja. Das sind Celine und Leon, oder nicht? Genau, richtig. Wie lange sind die denn schon bei den Herolds? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, noch nicht so lange. Die Herolds sind in der Bereitschaftspflege zuständig und haben demnach immer wieder mal Pflegekinder, aber für nicht so lange Zeit. Aber ich sag Ihnen, die Krokoraffe hat auf jeden Fall Dreck am Stecken, das schwöre ich ihr. Das hört sich alles wirklich nicht gut an, denn anscheinend betreut die Jugendhilfe Krokoraffe so einige Pflegefamilien, die charakterlich, also nicht mal im Ansatz, die Fähigkeiten mitbringen, die man eigentlich haben muss, um diese Pflegekinder einigermaßen betreuen zu können. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um Mila, es geht wahrscheinlich um ein paar Dutzend Pflegekinder, denen wir hier irgendwie helfen müssen.